So Leute, willkommen zu einem Nebenprojekt. Warum leckt das denn schon wieder so? Zu einem neuen Nebenprojekt, neben was anderem, neben Minecraft, und zwar eine Mod-Review sozusagen. Also ich werde bestimmte Mods spielen, die mir gefallen oder die mich interessieren, und das euch dann so zeigen. Und ja gut, der Mod erstmal, wenn es irgendwas Besonderes dann in der Installation gibt, die man beachten muss, sage ich euch, aber im Großen und Ganzen ist es genauso wie auch sonst. Was wichtig wäre zu sagen ist, dass der Mod Modloader braucht. Wie man den installiert und im Allgemeinen andere Mods installiert, findet ihr im Tutorial. Der Link ist in der Beschreibung oder irgendwo im Video, das weiß ich jetzt noch nicht, je nachdem wie faul ich bin. Genau, und dann fangen wir mal an. Und zwar heißt der Mod SDK GunsMod. SDK ist für... steht oben in der Beschreibung. Genau. Und Guns heißt, also wir haben jetzt hier ein paar Items, so ganz wenig. Und da geht's halt erstmal los, dass wir so ein bisschen was craften müssen. Und das Wichtigste bei diesem Mod ist Iron. Craften uns also hier so mal ein paar Metal Parts. Ein paar viele Metal. Oh, ist das. Oh, ist doch, na, der braucht verdammt viel Eisen, wenn ich das mal so sagen darf. Das darf ich natürlich. Nein, darfst du nicht. Doch, 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 so. Ich hoffe, das reicht jetzt mal fürs Erste, denke ich. Ganz gut. So, Hättest du jetzt wird's jetzt noch dunkel, nach? das ist natürlich sehr schön, weil... Hättest du jetzt noch nachgedacht, weil du hast noch zwei Eisen? Geht auch so. Wir machen einen kurzen Cut und warten, bis es wieder Tag wird. Ich bin zu blöd, das auf Tag zu stellen mit MineEdit, Leute. Ach ja, die Items wurden mit MineEdit gecheatet. Tutorial dafür findet ihr auf YouTube, Google, gedf.de, was weiß ich. Leute, wir sehen uns, wenn wieder Tag ist. Ja. So, jetzt geht's weiter. Also, wir haben jetzt diese Metal Parts. Und mit den Metal Parts können wir jetzt ganz tolle Sachen craften. Und zwar können wir mal anfangen, indem wir eine AK-47 craften. Entschuldige dich zu unterbrechen, aber ich wollte einmal anmerken, für Leute, die es nicht mitgekriegt haben, dass Groschen ein Guest hat. Hier bin ich. Ach ja, und das Video ist nicht für unter 12-Jährige. Vor allem braucht man eh, muss man eh viel zu alt sein, um meine Videos zu verstehen. Dann können wir eine ganz normale MP bauen. Eine MP5. AK-47, MP5. Dann haben wir Jetzt hat Igel. eine Deagle, hätten wir da. Ganz geil. So. Und dann hätten wir noch was. Was haben wir dann da oben? Das wäre dann wohl die Shotgun. Nein, falsch rum. Entschuldigung. Wie wär's mit der Sniper-Rifle? Ah, Ja, und kommt das. auch noch. So, Shotgun. Ich zeig ja alle. Dann der Fail. Jetzt haben wir noch eine MP5. Schön, ja. Ja, weil du Idiot das Ding ja jetzt rausnehmen musstest. Okay, jetzt verstehe ich auch warum, weil du ein Idiot bist halt. Das wäre dann die Sniper. Und was haben wir noch? Ja gut, ein Rocket Rocket. Launcher. Der wäre hier so. Ne, Moment, erstmal. Wollte ich gerade sagen. Wo muss der Gunpowder hin? Nein, nur ganz oben 3 Stück. Und ich glaube links da und nochmal links davon ein. Ha, Ja, oder Rocket Launcher. richtig rechts davon. Und dann, ach, das sind die alternativen Packs. Es gibt ja auch noch die Spaß. Ist egal. Und dann können wir hier noch den mit Laser machen. Das sind die alten. Das macht nichts. Es macht schon was, aber in dem Fall macht es nichts. Genau. Das wären erstmal die Waffen. Und dann kann man auch Munition für die Waffen bauen. Weil so hilft Muss. uns ja das Ganze ja nichts. Wir können zwar irgendwelche Leute damit einprügeln. Ey, du Kuh. Guck mal her. So, bam! Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Wie baut man also Munition? Ich habe keine Ahnung. Sulfat nach unten, also Gunpowder nach unten und Metall nach oben. Nein, Metall. Wichtiges. Ach so, Iron. richtiges Eisen. Hab ich da nicht auch irgendwo was oder bin ich blind? Nein, du bist nicht blind. Hätte ja sein können. Ist ja auch meistens so. Ja. So, das wäre für einen Rocket Launcher, mein schon mal. Riffle. Für die Riffle. Ne, Fast. Rivel. Jetzt können wir also mit der Riffle. Oh, Scope, 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 Scope. Jawohl. Ich Mit dem hab's gewusst, Mausrad könnt ihr dann scrollen. Also zoomen. ich Es tut mir leid, dich jetzt unterbrechen zu müssen, aber du hast echt einen dämlichsten Fehler gemacht. Und Schau zwar. mal bitte in dein Inventar und bestätige mir, dass du kein Redstone dabei hast. Wieso?
Ich hab Redstone dabei. Wo? Nur verbuggt. Ach so. So, und jetzt können wir, Moment, da können wir dann noch ein bisschen, können wir, ja, so ein Scope mit der Riffle ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, weil man ja eigentlich nicht so nah auf nahe Gegner schießt. Aber wenn in der Ferne dann mal ein, Oh, Camper, Camper. wenn in der Ferne dann mal ein Gut. kleiner, irgendwo ein Schwein wartet, von uns erschossen zu werden. Ich werde das mal ganz kurz demonstrieren. Hier haben wir allerdings ein bisschen mit der nuklearen Bombe sozusagen rumgespielt. Oh, das ist echt no aim hier. Da war doch gerade. Du bist zu doof zum Ziehen, oder? So, wir kommen dann hier und dann. Ich bin da! Bebams! Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Nein. Doch. Man Nein? hat's gehört. Ich hab's gehört. Wenn sie hören, haben's alle gehört. Na, ich hab's nicht gehört. Ach, das siehst du mich. Aber hier liegt das Leder. Bam, war die Kuh tot. Das ist die Sniper. So, wie geht's weiter? Das Nach der kannst du auch. Sniper? Kannst auch nur ein Sulfat und ein Iron übereinander packen. Aha. Naja. Das wäre dann für was? Automatic Bullet müssten für die AK MP5. sein. Ja. Okay, da unten sehen wir dann in der Leiste also unsere Munition, unsere momentane. Was habe ich gesagt? Das ist für die AK. Und dann gehen wir so vor. Genau, die Physik stimmen da auch überein. Also wenn wir am Boden stehen, haben wir, glaube ich, doppelt so schnelle Schussgeschwindigkeit und halben Rückstoß. Wenn wir in der Luft sind, gibt es einen doppelten Rückstoß. Meine AK natürlich keinen Rückstoß hat, scheinbar. Ja, klar, also Rückschuss hat wahrscheinlich auch eher nur der, ja. Die Shotgun oder der Rocket Launcher? Ja, richtig. Das kommt aber alles noch dazu, genau. Das wäre also die AK, die schießt schön schnell, verstehst du mal. Bug-Fragezeichen? Ah, Minecraft has crashed. Leute, bis. So, weiter geht's nach dem Crash. Ja. AK haben wir also gezeigt, noch eine AK, wir brauchen keine AK, MP5. Also Munition, die ganzen Rezepte findet ihr auf, wo findet Auf der ihr? Seite, die in der Beschreibung Genau, sein auf der wird. Seite in der Beschreibung findet ihr die ganzen Rezepte. Ich würde auch, ich meine, die Deagle und so zeigen brauche ich jetzt nicht mehr, das, vielleicht die Shotgun wäre interessant, aber viel eher wäre interessant der Laser-Guided Rocket Launcher. Wie baut man die, Chef? Warte, das war doch irgendwie. Gib mir eine Sekunde. Ist nicht so. Nee, Moment. Gut, dann muss ich weiter ausholen und die gesamte Chronik anzeigen lassen, bis ich die Seite gefunden habe. Wir können allerdings so Ropes createn und dann mit diesen Ropes wiederum lässt Hey, sich listen. ein. Listen to me. Es ist wie folgt. Möchtest du eine Rocket oder eine Laser-Guided Rocket? Eine Laser-Guided Rocket mit Redstone Dann und so. brauchst du 4 Sulfat, 4 Eisen und ein Redstone. Moment, ich mach grad Redstone. Ja, das ist verbuggt. Ist alles, alles da. So, Redstone haben wir also. Was viel soll wo, also. Der Redstone ganz oben, genau. Das weiß ich. 4-mal sofort, 3 ganz unten auf dem Boden. Und einen in der Mitte drüber. Und dann das Eisen, wo es noch Platz ist. Richtig, richtig, genau so war das. Ah, eins Genau, ist so, als ob du es blutig. gewusst hättest. Ich wusste nur ungefähr, wie es ausschaut, aber nicht genau. Die Dumme Kuh Kuh auch versucht nicht dich umzudecken. wegzuschubsen, so. Jetzt holen wir uns zwei Rockets. sicher, dass die nicht aufs Decken können? Du bist ja so schlau. Und jetzt können wir also mit dem Laser, den wir nicht haben. Ist cool. Schieß auf das Schaf links. Schaf links ist, Warte mal, ich glaube, man kann irgendwie anderweitig vielleicht. Was wo denn? Ja, ich überlege gerade. Ich meine, im Großen und Ganzen ist wurscht, worauf wir schießen. Wir bomben es ja eh weg. Da oben wäre doch mal eine schöne Sache. Probieren wir es mal aus. Ba-bam! ja, daneben. Ja.
Let's see, es ist. Krach, bumm. Jo, oh, leer. Scheiße. Ah, macht einen Heidenspaß, der Rocket Launcher, muss ich sagen. ja, es hinterlässt auch schöne Krater. Man kann ihn auch schön zum. Ja, das ist schön, ja. Du kannst auch deine Höhle erweitern. Ja, ich glaube, der ging auch noch, also irgendwie mit dem Laser. Ich weiß nicht, vielleicht gab es eine Taste oder so. Weißt du, du kannst mich für blöd halten, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass es da eine Taste gab. Gibt's öfter. Gut, dann haben wir den Grappling Hook. Warum werfe ich sie denn weg? Wegwerfen ist spannend. Wir haben den Grappling Hook. Mit dem können wir uns jetzt Enter haken. Ja, und dann hängt er da im Boden. Oder auch nicht. Prinzipiell können wir uns Enter haken. So. Und dann gibt's da doch ganz sicher eine. Nee, wegschmeißen ist es nicht. Mir sicher, da gäbe es eine Taste für sowas. Weil, toll, wir haben Enterhaken und dann. Ja, ha? Ja, was denn? Essen. Wir machen ganz kurz Cut. Also, nicht wie ein anderer bestimmter Grappling Hook, den ich jetzt hier nicht erwähnen darf, ist dieses Ding zum Aufseilen, sondern zum Abseilen. Und auch nicht zum. Vergiss das. Wir gehen also jetzt da hoch auf diesen bösen, bösen Berg. Nein, tun wir nicht. Das ist ja wurscht. Wir können uns jetzt hier mal abseilen. Probieren wir das Ganze mal, und zwar wir legen unseren Grappling Hook einfach mal schön dahin. So. Zumindest hat das. Tada, so hat es eben gemacht. Aha, gut. Aha, okay. Nein, funktioniert. Du bist zu doof dafür, aber so hat das gemacht. Gut, wenn das so gemacht hat, dann hat das so gemacht. Bei mir funktioniert das Ganze nicht, denn ich bin doof. Es wird wieder dunkel. Wundervoll. Mach doch einmal im Dunkeln weiter. Ja, größtenteils. Nein, werden wir nicht. Aber ich kann euch noch ganz kurz etwas zeigen. Ja. Nee, wir warten kurz wieder, bis es Tag wird. Ja, kleiner Cut, wieder Cut. Moment, was können wir noch? Das kann doch nicht alles. Ich könnte euch so ein paar Rezepte zeigen, aber wir haben keinen Platz mehr. Da muss es doch was geben zu Minecraft. Man kann, also ihr könnt hier allerdings mit Gunpowder und TNT Nukebomben basteln. Entschuldige dich zu unterbrechen, aber es gibt wohl einen Mod-Review, der ist hier gerade. Den schaue ich mir an, um zu sehen, warum du es nicht hinkriegst. Das ist ja, nicht nett. Ich habe Vertrauen in deine Fähigkeit. Was habe ich falsch gemacht, Krisch? Gerade am Gucken. Ganz einfach, du bist ein Depp. Andersrum funktioniert es auch nicht. Pass auf. Du versuchst gerade einen Nuke zu machen. Ja. Richtig oder falsch? Ein Nuke musst du mit Redstone machen. Ach, mit Redstone. Falsch rum, hab ich recht? Nein, richtig. Ausnahmsweise mal. Das ist eine Nuke, die kann ich euch jetzt schnell in der Dunkelheit zeigen, denn so eine Sprengkraft, die ändert sich nicht von Tag auf Nacht. Es funktioniert folgendermaßen. Wir platzieren also diese Nuke, die ist so... Du musst mit dem Enterhaken bloß es schaffen, eine Kante zu treffen, dann bildet sich automatisch ein Seil. Das hilft dir dann nach oben. So, das ist also die Nuke. Achtung. Strahlt. Boom. Und man muss sagen, ihr solltet das mit Redstone zünden, weil ansonsten könnt ihr nicht fliegen. Ja. Fünfmal so stark wie ein TNT, sieht man auch an den Auswirkungen, ist ein bisschen größer. Tolle Sache, wir warten jetzt also bis es Tag. So, geht weiter. Jetzt bauen wir die wahrscheinlich genialste, lustigste und am meisten Spaß machendste Idiot. Waffe überhaupt, den Flammenwerfer. Nicht nur, dass man... es geht auch rückwirkend, das ist schön. Nicht nur, dass man dafür keine Munition braucht, nein, es macht doch noch einen Heidenspaß, damit einfach ein paar Kühe abzufackeln, ne? Ich meine, eigentlich wäre es interessant, ob wenn man damit ein Schwein umbringt, ob da gleich gegrilltes Fleisch rauskommt. Das wäre vielleicht etwas, was sich der, SDK, und zwar steht das für bla 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 Nose. Das K steht für No. Merken könnte, dass wenn man sowas bereit, also einfach gleich mal hier, wir brauchen doch irgendwas als Munition. Let me see. Ja, lass mich nachgucken und konzentriere du dich weiter aufs Rumlaufen und, nicht, Benzin vielleicht?
Na, halte ich von wahrscheinlich, warte. Flamethrower. Flamethrower. Ja, der braucht nix. Hier steht nix. Du brauchst nix. Wenn ich mal hier Video zum Flammenwerfer. Ja, der schießt damit nur rum. Dann bauen wir Du auch als nächstes, brauchst. bauen wir Sentries. Und Du die sind brauchst Öl. interessant. Was? Öl. Du verschießt Öl. Okay, Leute, Öl baut man folgendermaßen. Man nimmt so und dann Gunpowder, Sofort ne? um. Ja, sofort. So haben wir dann Öl. Und mit Darf ich dem. dir verraten, wie schnell ein Öleimer leer ist? Der hat sein komplettes Inventory voll und kann nicht lang schießen. Schön, dann zeigen wir das halt nur kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir haben also jetzt einen Eimer Öl. Normalerweise ist es ja nicht ganz so schlimm. Und ja, verbrennen wir doch ein paar Kühe. Na du Kuh. Muuu. Direkt in der. Kuh brennt. Geht, geht. Müssen ja nicht damit ewig rumspielen. Also hat er so, dann hier Baum abfackeln. Wenn man das gezielt einsetzt, dann ist es ja nicht schlimm. Es gibt ja aber auch Leute. Sie halten die Rechtstaste gedrückt. Ja, ich meine, das macht auch Spaß. Also wenn ihr einfach mal so ein bisschen damit spielen wollt, dann macht ihr einfach den hier. Funktioniert auch. Brauchtest du das Öl noch für irgendwas? Nein. Das ist gut. Ja, höchstens für sowas was zu zeigen, aber. Irgendwas mache ich ja schon ein neues. Kann ich das Öl nicht einfach ausschütten? Ach genau, das sind diese Ölspuren eben. Welche? Kann ich auch noch schnell zeigen, Leute. Also Ah, diese da. Ölspuren, das sind so Redstone-Spuren sozusagen. Das ist genial gemacht. Für das brauchen wir das Ganze nämlich noch. Die brennen auch. Keine Öl mehr übrig. Zeigen, also wir müssen die einfach nur ganz kurz anzünden. Wir haben jetzt kein Öl mehr, es macht nichts. Das heißt, der Flammenwerfer funktioniert nicht mehr. Jetzt funktioniert er nicht mehr. Zur falschen Zeit. Vielleicht macht nichts. Also diese Ölspuren können auch brennen. Zeigen kann ich euch das jetzt nicht, weil ich zu doof dazu bin, aber es ist. Warte, du kannst auch einfach eine der Ölspuren Warte wieder mal, ich hab den abbauen. Eimer doch noch, ich hab den Eimer noch, ich hab den Eimer noch, oh mein Gott. Gut, hör mal nicht zu. Crash! Bams! Ich weiß nicht warum, Leute. Das ist die Frage. Vielleicht kann es auch sein, dass es nur bei mir crasht, aber das ist noch schlecht. Aber ja, das, ja, bis gleich.